große Trauer um Elisabeth von Bismarck. Eines Berichtes zufolge starb die Fürstin am Wochenende in einer Klinik. Kaum ein Name ist in Deutschland wohl so geläufig wie der von Bismarck. Nun starb eines Bild-Berichtes zufolge Fürstin Elisabeth von Bismarck, 84, Witwe von Fürst Ferdinand von Bismarck, 88, der seinerseits Urenkel von Kanzler Fürst Otto von Bismarck, 83, war. Dem Bericht zufolge starb die 84-Jährige bereits Samstagnacht im Krankenhaus Rheinweg St. Adolf Stift bei Hamburg. Sie soll im Familienmausoleum neben ihrem Ehemann bestattet werden. Ihre Kinder trauern um Elisabeth von Bismarck, 84. Die geborene Comtesse Elisabeth Lippens stammte ursprünglich aus Belgien und hinterlässt drei Kinder: Karl Eduard Graf von Bismarck, 62, Gregor, 59 und Vanessa, 52. Bild zitiert ein Statement auf deren privatem Instagram-Account zum Tod der Mutter so: Sie war eine schöne, wundervolle, künstlerische, kreative, freiheitsliebende und manchmal exzentrische Frau. Ich liebe dich. Die Fürstin galt als sozial engagiert, setzte sich für verschiedene gute Zwecke ein und war lange Schirmherrin des Bal Papillon zugunsten der Deutschen Muskelschwundhilfe I.V. im Hotel Grand Elysée. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit. Danke für euer Abo. Danke für euer Mitgefühl.